Der Kapitän bleibt an Bord. Marcel Segert hat seinen ursprünglich auslaufenden Vertrag jüngst verlängert. Der gebürtige Mannheimer ist blau-schwarzer durch und durch und mit über 200 Pflichtspielen die Identifikationsfigur beim SV Waldhof. Weil ich einfach auch an den Weg glaube. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre hier dabei. Ich weiß, was sich hier, hier bewegt. Nicht nur infrastrukturell hat sich die letzten Jahre einiges bewegt, auch die Zielsetzung hat sich verändert. Wir sind jetzt im dritten Jahr. Jetzt kann man auch langsam dann auch ein bisschen nach oben schielen und wir haben ja auch einige gute Transfers getätigt. Darüber hinaus würde ich natürlich mir auch einen Traum erfüllen, wenn ich mit dem Waldhof irgendwann mal in die zweite Liga zurückkehren kann. Vor allem in der Offensive hat der SVW dafür nochmal nachgelegt. Gerade mit Pascal Sohm und Justin Butler wurden zwei körperlich robuste Stürmer verpflichtet. Ich denke, mit den drei Neuzugängen haben wir auf jeden Fall so ein bisschen das kompensiert, was uns ein Stück weit auch in der Hinrunde gefehlt hat. Nämlich, dass wir als Trainer flexibel sind und dass wir nochmal ein bisschen neuen Schwung reinbekommen. Mit dem jetzigen Kader ist der Trainer sehr zufrieden. Nach der Vertragsverlängerung von Marcel Segert hofft Glöckner auch bei den auslaufenden Verträgen seiner weiteren Leistungsträger auf eine Art Initialzündung. Ja, es wäre natürlich schön, weil diese Säulen, die wir da drin haben, die entwickeln sich auch permanent weiter. Und man sieht auch zum letzten Jahr, zu diesem Jahr eine extreme Weiterentwicklung bei vielen Spielern. Und auf diesen Weg müssen wir halt aufbauen. Martinovic hat es seinem Captain schon nachgemacht und seinen Vertrag verlängert. Auf den Torjäger muss der SV Waldhof allerdings aktuell verletzungsbedingt verzichten. Momentan läuft der SVW seinen eigenen Erwartungen hinterher. Aus den letzten 5 Spielen holte die Mannschaft gerade einmal 4 Punkte. Zu wenig für den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Unsere Zielsetzung ist auf jeden Fall, da wieder zu Null zu spielen und dann auch Ergebnisse einzufahren. Gerade auch die Zuschauer könnten dem SVW dabei helfen. 6.000 dürfen die Mannheimer gegen den FC Viktoria Berlin wieder empfangen. Weil das auf dem Waldhof einfach auch nochmal ein paar Prozentpunkte freisetzt. Ich glaube, jeder hat gesehen, wie euphorisch das auch in der Hinrunde war und die Stimmung, die erreicht uns Spieler ja auch dann. Anstoß ist im Karl-Benz-Stadion am Samstag um 14 Uhr.